Moin, ich bin Operazzi und ich freue mich, dass du auf meinem Kanal bist. Ich möchte mir heute ExoGate Initiative angucken. Das Spiel habe ich vor einigen Minuten erworben. Ich bin ja alter Stargate-Fan, überhaupt Science-Fiction und auch Fantasy teilweise. Und das musste ich mir natürlich angucken, zumal es große, gute Kritiken hat. Und das ist ja auch eher ungewöhnlich heutzutage. Und dann habe ich gedacht, da musst du es selber angucken, zumal der Preis bei -41% lag bei Steam, weil ich schon ein anderes Spiel von dem Vertreiber habe wohl. Sonst wären es 35%. Also wer da zuschlagen will, der soll das machen. Ich habe wie immer die Musik schon mal ausgemacht. Wir gehen in die Einstellung rein und gucken, was wir hier so finden. Schütteleffekt, automatisches Speichern ist auf jeden Fall wichtig. Alle 2 Minuten Tutorials ist wichtig. Ich will ja gucken, ob das Spiel einen hat und ob das Tutorial auch was taucht. Ne, das andere können wir alles so machen. Mit Controller-Bedienung ist nicht. Es ist alles Tastatur-Maus. Und dann gucken wir hier mal rein. Fenster Vollbild, Detailstufe V-Sync habe ich doch nicht, ihr Deppen. So, dann SSA, oh ja, von mir aus. Und Musik aus und alles andere habe ich so gelassen. Ne? Ist ein bisschen, ich kann euch mal ganz kurz hier. Ne? Also wer auf sowas steht, der darf das gerne sich reinziehen. Ich bin nicht so sehr Freund davon. Ne? Das ist für mich noch nicht mal meditativ. Also wie auch immer, das ist so wie bei No Man's Sky. Die Musik finde ich genauso, ich sag mal, schlecht. Ich will jetzt keinen anderen Begriff dafür nehmen. Deswegen habe ich das auch da immer aus, auch wenn ich selber mal ohne Streaming spiele. Ist immer aus. So, Tastenbelegung. Vorwärts, rückwärts, seitwärts, ran. Ne, man kann also auch die Pfeiltasten hier nehmen. Finde ich gar nicht mal so unpraktisch. Rotieren ist rechts, also R. Speichern ist F5. Löschen, entfernen. Hochstelltaste ist Shift, Steuerung, Control, Escape, Kamera drehen, Q und E. Das ist aber jetzt blöde, dass man das nicht mit der Maus machen kann. Aber vielleicht kommt das noch irgendwo, dass wir da irgendwas finden. Studio, herein zum Studio. Ach ja, man baut ja auch dann erstmal eine Basis auf, unterirdisch. Und dann hat man Stargates und entdeckt Welten und. Die haben jetzt ein neues Update rausgegeben, dass man nicht mehr gleich platt gemacht wird, sobald die ersten Aliens kommen. So habe ich das zumindest dem, was sie geschrieben haben entnommen. Man kann das auch ausstellen in den Einstellungen. Ich suche die jetzt gerade. So, es ist möglich, Twitch in das Spiel zu in und vorausgesetzt, du hörst diese Option. Zuschauer im Chat darüber ab, welche Entscheidung du bei deinen. Ob du dich letzten Endes so entscheidest wie die Mehrheit, liegt natürlich trotzdem bei dir. Twitch-Integration erlauben. Finde ich nicht schlecht, aber im Moment nehme ich das erstmal nur lokal auf, weil ich selber sehen will. Was ist denn das für ein Spiel? Ne? Und hier kannst du noch einen Token anfordern und dann kannst du dich verbinden und dann können die Zuschauer auf Twitch mitbestimmen, was im Spiel so losgeht. Okay, so, dann haben wir jetzt. Ereignis-Editor, den wollen wir uns jetzt noch nicht angucken. Das ist ja erstmal zweitrangig. Wir wollen ein neues Spiel spielen. Ach so, hier noch ganz nett über neue Features abstimmen. Da könnt ihr also auch noch mal denen sagen, ey, ich hätte gern dies oder das oder es steht jetzt zur Verfügung und ich möchte lieber das von denen und naja, was auch immer. So, müsst ihr euch angucken, wenn ihr daran interessiert seid. Ich gehe jetzt aufs neue Spiel. Tutorial, jawohl. Ne, Ereignisse und Zielvorgaben helfen beim Erlernen des Spiels. Das habe ich gesucht. Ne, ich habe es jetzt gerade neu gestartet. Ich kenne es ja auch noch nicht. So, du möchtest die Management-Elemente voll auskosten. Deine Teams agieren selbstständig und benötigen selten Hilfe. Auf Einsätzen bekommst du Story-Elemente geboten. Dir bleibt dennoch genug Zeit, um deine Basis zu entwickeln. Dein Eingreifen in die Story ist immer wieder nötig. Mit deinen Teams erlebst du deine ganz eigene Weltraum-Odyssee. Ich nehme erstmal das. Man kann es ja immer noch schwerer machen. Starten wir mal das Spiel. Das ist ja das Tutorial. Psychische Erkrankungen werden im Gespräch festgestellt. An einem Beratungstisch ist das. Mal sehen, was die sich so ausgedacht haben. Willkommen bei deinem ersten Tag als Executive Officer. Kurz XO.
Für die Exegete, mein Name ist Rudi Kopp, Kopp mit Doppel-B. Ich bin der Gründer und CEO der Echi. Ich widme mein Leben bis in die fernsten Winkel des Universums. Heute wagen wir den ersten vorsichtigen Schritt. Die Welt sieht zu, bitte. Ach nee, bleib konzentriert bei der Sache, dann erreichen wir unser Ziel. Continue. So. So, ein Quartier auf mindestens 20 Feldern bauen. Also ich habe die Einstellung, habe ich noch nicht gefunden, aber das liegt vielleicht daran, dass wir das Tutorial spielen. Und wo ist das jetzt? So, da wollen wir mal hier draufklicken. Das sagt mir ja jetzt gar nichts. Was ist das hier? Infrastruktur. Gator, Sternkarte und Einsätze, Aliens und Artefakte, Forschung und Patente 5. Dann werden wir erstmal hier die Infrastruktur machen. Quartier auf mindestens 20 Feldern. Quartier, da ist es. Ne, das ist auch anscheinend frei. Neue Wand bauen. Quartier auf mindestens 20 Feldern. So, ich möchte ein Quartier bauen. Dann wollen wir mal gucken, ob wir hier ein Quartier bauen. Dann gehen wir mal hier mit A rein und... Das muss ich da machen, nicht hier. Das ist aber ziemlich blöd, finde ich. Was haben wir denn hier noch? Kantine, Labor und Kraftwerk. Also ich möchte eigentlich nicht hier so ein schmales Quartier bauen, ne? Also, aber es sieht so aus, als wenn ich das nicht anders machen kann, ne? Ich hätte hier gerne, ne, da hätte ich gerne gebaut. Ich habe gedacht, das ist ein Gang da, aber anscheinend ist ja das Quartier nur hier möglich, ne? Dann machen wir mal alles hier voll und gut ist. So. Aha. Dann mal gucken, ob da ein Haken reinkommt. Ich meine, das sind über 20 Felder, aber ich kann mich auch irren. Also gucken wir mal. Das Quartier ist jetzt blau. Aha. Da sind wir dreimal Bett, dreimal Spind und Kantine auf 12 Feldern bauen. Gut, jetzt ist das raus da links. Also man muss so ein bisschen selber suchen. So viel Tutorial ist das ja jetzt gerade nicht, aber... Egal, ich gucke hier oben mal, hier haben wir normale Geschwindigkeit, hier haben wir, keine Ahnung, etwas mehr und hier haben wir die Pause. Hier können wir ins Menü rein, weiterspielen, Einstellung, Tutorial, Feedback, Hauptmenü und beenden. Komme ich da wieder raus. Also weiterspielen, muss ich anklicken. Okay, so, jetzt wollen wir mal Bettlikowski bauen. Hier waren wir hier bei Infrastruktur und... Quartier, Gator umziehen, zum Schlafen hinlegen, Band. Dann war das wohl nicht das Richtige. Dann gehen wir da mal wieder raus. Gator, was ist das? Rekrutieren? Ach so, da rekrutiert man, das wollen wir jetzt noch nicht machen. Was haben wir hier noch? Sternkarte, Aliens und Artefakte, Forschung und Patente. Puh, da müssen wir mal gucken, ob wir noch irgendwas erforschen müssen. Denn hier sehe ich noch, hier muss es ja eigentlich irgendwo sein. Oder was ist das hier? Da? Nee, also hier kannst du auch noch graben. Jetzt habe ich das gefunden, was ich gesucht habe. Graben. Na, ich möchte gerne ein bisschen runter und dann will ich mal hier wenigstens noch mal graben, dass wir da auch einen Gang bauen können. So, die Frage ist, muss ich da eine Wand bauen oder ist sie schon da? Kann ich das irgendwie drehen? Ah, die Wand wird da gleich mitgebaut, so wie es aussieht. Jawohl, also da brauche ich nicht extra irgendwas machen. Ich habe jetzt die mittlere Maustaste gedrückt, einfach mal geprobt und das hat auch geklappt.
Gut, es erinnert so ein bisschen an die alten Spiele, die wir kennen, wo sie unterirdisch die Sachen wegkauen und dann Gold finden und sowas. Ne? Oder, naja, gut, ist jetzt nicht so wichtig. So, ich habe aber immer noch nicht gefunden, wie ich denn hier Betten baue. Ah, Verteidigung, Tür, Doppeltür, Schutztür, Wachposten, Wachposten mit Schild. Und das ist alles Waffen hier, also da sind wir irgendwie. Bin ich jetzt zu doof? Wand bauen. Das haben wir gerade gemacht hier, Quartier, Kantine, Labor, Kraftwerk. Ja, und nun, wie komme ich denn jetzt an Betten? Muss ich jetzt vielleicht ein Labor bauen? Ach, hier ist ja jetzt auch noch was zu sehen. Planungszentrale, Bibliothek, Krankenstation, Freizeitraum, Arsenal und Werkstatt. Das kann ich ja hier bauen. Kraftwerk. Kraftwerk wäre vielleicht erstmal nicht schlecht. Dann möchte ich aber nochmal graben. Werde ich hier hinten irgendwo machen wir mal Vierer. So, Vierer. Und ich weiß nicht, wie viel Platz das Kraftwerk braucht. Ich mache mal so. Dann wollen wir mal gucken. Ich möchte es ja nicht zu dicht hier dran haben. Wenn Aliens kommen, dann haben die das gleich platt gemacht. Und hier kommen die ja anscheinend runter in die unterirdischen Räume. Denn oh, hier haben wir schon was drin jetzt. Forschung und Patente, da gehen wir mal rein. Benötigst du einen Labortisch? Okay. Wo haben wir denn hier einen Labortisch? Keine Ahnung, aber ich habe auch noch keine Forschungspunkte, so wie es aussieht. Aha, das pausiert dann, wenn man das macht. Da kann man es ein- und ausklappen und Kantine auf 12 Feldern bauen. Ja, aber ich muss immer die Betten finden. Was ist? Ach, jetzt haben wir hier irgendwie was anderes. Ach nee, da bauen die jetzt den Boden und Monatsabrechnung. Komitee, bla bla bla, 50.000 beliebte Themen für Patente diesen Monat, Biowaffen und strahlungsresistent. Ja, das lasse ich jetzt mal außen vor, da weiß ich nicht, was das sein soll. Und Patente hört sich ja gut an, da kriegt man Geld, aber wie das funktioniert, weiß ich nicht. Ich weiß ja auch noch nicht mal, wie ich ein Bett baue hier. So, ich wollte jetzt erstmal das Kraftwerk bauen. Mal gucken. Oh, das ist ja ein lüttes Ding. Ich habe gedacht, da kommt ein Riesenteil. Bauen wir mal so ein Ding dahin. Mal gucken, was uns das bringt. Ob wir dann irgendwelche neuen Optionen haben oder was. Kantine sollen wir ja auch bauen. Dann würde ich noch mal buddeln hier wohl, denn ich möchte dazwischen schon eigentlich was Abstand haben. Kantine, Labor, so, das können wir alles hier reinmachen, hoffe ich. Ja, zum Kraftfeld, man weiß ja nicht, ob die Spieleentwickler das vorgesehen haben, dass das Kraftfeld dann ja irgendwie welche Sachen verursacht oder in die Luft geht und so. Da haben wir zumindest einen kleinen Abstand. So, dann
Quartier. Kantine. Ja, ich weiß nicht, ob ich da noch eine Wand machen muss oder nicht. Die sind ja jetzt anscheinend im Flur da. Mal gucken. Und da müssen sie noch ein bisschen nacharbeiten. Die wollen Anfang 2025 wollen sie die Vollversion rausgeben. Und die wird dann auch teurer, haben sie gesagt. Ne? Und jetzt spendieren sie nochmal 35%, respektive 41%, wenn du schon ein Spiel von dem Vertreiber hast. So, da werden wir den Fußboden bauen hier. Und brauche ich erstmal ein Labor. Dass ich, vielleicht muss ich Tische erstmal entwickeln oder Bett und Spind oder was. Ich weiß es nicht. Denn Labor. Labor, Laborinski. So, machen wir das mal, das Labor. Und die Kantine mache ich dahinter. Dass sie mal im Labor vorbei müssen. Hahaha, ne? Immer sehen, ja, da liegt noch Arbeit auf dem Tisch. So, Kanteng. Dann bin ich ja mal gespannt, wie das aussieht. Ah, haben andere Fliesen. So, was ist das hier jetzt? Ach, da kann man jetzt Einrichtung. Ah, hier. Jetzt habe ich es gefunden. Guck mal hier. Jetzt kannst du hier Betten. Da musst du draufklicken. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Dreimal Bett. Eins, zwei, drei. So, und dann will ich auch noch drei Spinde. Die baue ich daneben dann. Vielleicht kommt da noch irgendwas hinzu. Deswegen habe ich die Abstände jetzt so gewählt. Und wo ist das Ding jetzt, womit ich hier. Ach, da brauche ich nur draufklicken jetzt. Spind. Gut, dann bauen wir hier mal. Ah, guck mal, da musst du schon mehr Abstand haben. So, ein Automat. Kann ich ja hier gleich wieder draufklicken. Himmelbett, Schlafkapsel. Spind. Da gibt es gar nichts. Okay, was haben wir denn hier? Labortisch brauchten wir, glaube ich. Den wollen wir denn hier schon mal reintun. Ich glaube, so rum ist es richtig, ne? Dann machen wir den mal an die Wand. Zumindest haben sie schon mal das R da stehen, dass man sieht, wie man es drehen kann. Das finde ich schon mal sehr gut. Und was haben wir denn noch hier? Proben, Sicherheitsbehälter, Analysebank, Patentkonsole und so weiter. Haben wir noch nicht mal Mitarbeiter. Kein Gator hat die erforderliche Stufe für Labortisch. Einmal Automat und zweimal Kantinentisch. Dann fangen wir doch mal mit dem Kantinentisch an. Zweimal. Dann wollen wir mal drehen. Machen wir hier mal ein. Und hier mal ein. Ja, man weiß ja nicht, was noch alles kommt. Und einmal Automat. Wo ist Automat? Hier jedenfalls nicht. Haben wir hier noch Automat? Generator. Ach so, das war jetzt nur. Ah, ne? Ich klicke da mal drauf. Oh, da muss ich den Raum anscheinend größer machen, dass der da reinpasst. Das hätten die mir aber auch gleich sagen können. Kraftwerk. Dann gehen wir mal hier noch weiter und machen das mal so. Dann sollen sie das mal erweitern, das Ding. Ja, aber wie komme ich jetzt auf Automat? Nee, das haben wir nicht. Artefakte sind Relikte. Aha.
Okay, da können wir erstmal rausgehen. Verbleibende Zeit, 8 Jahre, 2 Monate, 4 Tage. Ach, dann treffen wir auf den ersten. Dann würde ich mal sagen, machen wir hier mal Pause. So, man kann das auch weitermachen. Sehr gut. Gut, aber ich verstehe nicht, wo ich jetzt hier diesen Automat finde. Haben wir hier vielleicht irgendwo? Da haben wir ja gebaut. Das brauchen wir nicht. Einmal Automat bauen. Aha, Sternenkarte. Wenn man ins Tor reinklickt, dann kommt die und Bedrohung, keine Bedrohung. Dann gehen wir erstmal wieder raus. Das kommt sicherlich später. Automat. Wie kriege ich denn jetzt den Automaten, Freunde? So, hier wollte ich ja jetzt einen Generator einbauen. Wie rum muss der sein? Das scheint egal zu sein. Wenn ich den drehe, dann habe ich zu wenig Platz, ne? Nee. Dann bauen wir den doch erstmal so hin. Das passt ja schon mal genau. So. Einmal Automat. Ja, kriegen wir hier irgendwo vielleicht ein Glossar oder so? Einstellung, Einstellung. Da war doch was. Tastenbelegung. Also da kommen wir nicht weiter. Automat. Nee, wird auch nicht mehr, auch wenn man da dreimal draufklickt. Das ist der Baubot. Infrastruktur. Kantine, Labor und Kraftwerk haben wir gebaut. Quartier haben wir auch gebaut. Wand. Was haben wir denn hier jetzt? Haben wir da noch irgendwas? Doppeltür, Doppeltür. Mehr ist hier auch nicht zu sehen. Und hier haben wir alles noch nicht freigeschaltet. Also da kommen wir nicht weiter. Ach, hier kannst du was verkaufen und hier kannst du graben. Mit Graben haben wir ja genug schon jetzt, aber Wand. Da brauchen wir hier mal eine neue Wand. Da drinnen können wir die nicht bauen. Dann will ich die mal hier bauen. Freunde, hier. Bin ich mal gespannt, wie die aussieht. Achso, ich muss dann natürlich jetzt auch wieder auf Action drücken hier. Aha, dann nimmt er die rechte Grenze oder wird das so eine breite Wand? Ja, da haben sie noch ein bisschen Platz da drin, das ist ja auch nicht schlecht. Ne, wenn wir jetzt mal gucken. Oh, so gerade, oh, das ist ja eine fette Wand. Das ist ja mal eine fette Wand. Hier ist auch nichts. Hier können wir auch nichts machen. Automat. Monatsabrechnung. Plus 50.000. Dankeschön. So, ich klicke hier mal drauf. Nicht zugeordnet. Also das kriegen die
Teilnehmer des Programms anscheinend. Und was haben wir hier? Auch nichts. Da haben wir auch nichts. Aber dass das hier so eine fette da kann ich ja vielleicht noch Quartier draus machen, oder? Ich weiß es nicht. Eigentlich müsste da noch eine Tür rein. Machen wir hier mal eine Doppeltür rein. Ja. Na, dann können die nicht gleich überfallen werden, ne? So. Dann hätte man die Sachen auch anders anordnen können, aber es ist so, wie es ist. Gut, da ist jetzt die Tür drin. Gibt ja viel Platz weg, das Ding, ne? Aber geht so. Na gut. Und dann hier noch. Machen wir hier noch eine Tür rein. Dass die nicht so einen Umweg laufen müssen zur Kanteng, ne? Also. So, aber ich weiß nicht, wo ich Automat finde. Ein Automat bauen. Da wäre jetzt Hilfe ganz gut. Ich drücke nochmal auf Pause. Ich gucke nochmal weiter. Spieler Einstellung Tutorial. Da sind wir doch gerade drin. Ja. Ich speichere das mal, vorsichtshalber. Ne? Machen wir mal Spiel 1 draus. Und Save. Wenn ich jetzt hier reingehe. Ah, da ist tatsächlich was geschrieben. Aha. Hier ist also mehr Hinweis, Tutorial. Ich dachte, da starte ich das jetzt neu, aber dann haben wir jetzt hier tatsächlich mal was zum Nachlesen. Artefakte. Also das könnt ihr dann auch selber lesen. Ich suche jetzt mal gezielt, eine Suchfunktion ist ja nicht drin, gezielt nach Automat. Aber der ist nichts zu sehen hier, Automat. Ne? Bauen, vielleicht irgendwie bauen, Bergbau. Blockade, Blockade, Einfluss, bla bla bla, Erze, Exemplare, Expedition, Forschung. Herstellung von Exosuit, Invasion, Invasion, Isolierte. Ja, das hört sich alles gut an. Planeten verbinden. Das kostet Energie. Aha, da wissen wir ja schon mal mehr. Reiseziele mit Artefakten, Rekrutierung, Rekrutierung, Schwierigkeit. Ja, das ist ja schon mal ganz gut, dass Sie so eine kleine Wikipedia hier haben oder wie sich das nennen soll, aber das bringt mich nicht weiter. Ich weiß nicht, wie ich Automat baue. Habt ihr vielleicht einen anderen Namen dafür? Das wäre der einzige Automat hier. Ich baue so ein Ding einfach mal hier. Drehen wir das mal.
So, gucken, muss natürlich wieder hier auf Geschwindigkeit gehen jetzt. Automat ist ja auch eine tolle Bezeichnung, ne? Aber was soll's. So, damit ist Automat immer noch nicht gebaut. Ja, dann wäre eine Verlinkung schön gewesen, ihr Freunde des Longdrinks. Hier sind immer drei Punkte. Ich denke immer, da kann ich draufklicken und dann sagt er mir was, aber ne. Nö, 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 nö. Die Wand haben wir jetzt auch gebaut. Quartier, Canteen, Labor und Kraftwerk. Alles gebaut. Was können wir hier noch irgendwas bauen? Ne, da haben wir nur das. Hier haben wir Mark 2, Mark 3, Mark 4. Ach ne, Axonium. Okay. Was können wir hier bauen? Das ist der Automat. Da ist er. Bin ich ein bisschen doof, ne? Aber doof sein ist ja heute modern. Da kommst du auch in irgendwelche Reality-Shows. Also von daher habe ich gute Chancen, ne? So, ich baue jetzt Automat. Damit habe ich die jetzt ausgebaut. Endlich habe ich es gefunden. Ich muss natürlich hier noch. Ach ne, die bauen auch, wenn Pause ist. Ach ne, wir waren da schon. Jetzt ist Pause. So, damit werden die Begrüßungen abgehört. Kommen wir zum eigenen. Hier, Kopp. Ich bin dir freudig. Wie können wir sagen, das ist ganz unangenehm profitabel. Wir behalten deine Vorstellung und halten dir Gelder nur dann zu. Im ersten Betriebsjahr erhältst du monatlich. Danach gehen wir davon, dass der Laden autark läuft. Außerirdisches Leben finden. Aber höchstens, meinst du nicht auch? Continue, also weiter. Dann will ich jetzt mal hier auf Pause gehen. Drei Forscher einstellen. Ich glaube, das war hier Gator. Rekrutierung, neue Rekrutierungskampagne stimmt, sag ich mal. Gesuchte Berufsgruppe, Forscher, da soll ich ja Forscher einstellen, ja. Aha, da muss man draufklicken, darunter, das leuchtet dann kurz auf und man kann es draufklicken. Indem du nimmst du Einfluss. Wir erfahren eine Vertrauen, kannst du den Bewerbern auswählen. So, Max Gehalt, Kampagnendauer, 5 Tage, Kampagnenbudget, Budget und hier geschätzte Bewerberanzahl für diese Kampagne. Wir sollen ja auch nur drei einstellen. Ich mache mal hier ein weiter. Da werden es 5, da werden es schon 9 und da werden es 10. Wir brauchen aber nur drei, ne? Wir nehmen die alle dann oder was? Machen wir mal so. So, Kampagnendauer. Da ändert sich nichts. Da ändert sich was. Also 5 Tage müssen es sein. Das Budget, da gibt es wieder 4 und da gibt es 3. Dann machen wir mal so. Dann starten wir mal die Kampagne. So, das dauert jetzt eine Zeit, haben die gesagt. 5 Tage. Was auch immer dabei rauskommt, dann gehen wir hier mal raus. Sie müssen uns ja eigentlich dann benachrichtigen. Ne? So, Labor habe ich auch, ohne es zu wissen, auf mindestens 16 Felder gebaut. Probensicherheitsbehälter bauen. Ich will da drauf. So, da ist der Probensicherheitsbehälter. Da werde ich langsam ein bisschen knapp hier mit dem Platz. Aber da geht's noch. So, dann müssen wir wieder hier ein bisschen Gas geben. So, 10.000 habe ich dann nur gekriegt für den Ausbau der Basis. Ihr seid ja wohl Leute, ja, ne? Also ehrlich. So, zack, Pause. Eigentlich ganz gut, dass man sieht, dass Pause ist, dass sie hier so einen Schleier mit einbauen. Finde ich gar nicht mal verkehrt. So, aber die kommen doch jetzt da gar nicht durch. Ne, irgendwo, irgendwas. Dann gehe ich da nochmal rein und möchte hier Quartier haben. Geht nicht. Dann muss ich das wahrscheinlich erstmal wieder wegflexen hier. Mal gucken, wo sie denn die
Mauer lassen, ob die die da stehen lassen? Rechts oder links? Nee, die hauen alles weg. Das ist ja blöd. Aber so eine dicke Mauer, wer will denn das haben? Kein Mensch. Ja, dann müssen wir halt im Freien schlafen. Ne? Dann haben wir uns das hier gespart. Dann verkaufen wir das mal, das Element hier. Einmal draufgeklickt und weg ist es. Na, das ist ja auch nicht schlecht. So. Ne, unnütz Geld ausgegeben und das ist schade. So, da kommt noch der Wandbord und fertig ist die Sache. Da hätte ich also hier weiter rechts die machen sollen, die Wand, aber das will ich jetzt nicht. Ich will ja erstmal gucken, wie das Ganze läuft. Ne? So. Basis verfügbare Bewerber, Forscher 3. Aha. Quartier, Fitnesscenter, Freizeitraum, Kantine. Kantine ist abgeschlossen. Labor. Das ist alles. Die gelben sind abgeschlossen. Dann brauchen wir Fitnesscenter, brauchen wir Freizeitraum, brauchen wir Werkstatt. Werkstatt. Werkstatt ist nämlich immer gut. Mal gucken, was wir da machen können. Ingenieur, Depot für Erdproben, Erzproben und eine Werkbank. Aha, du besitzt nicht genügend Forschungspunkte. Das habe ich mir ja halberlei schon gedacht. Bin ich noch auf Pause? Nein. Jetzt kommen die Aliens und ich bin noch nicht mal fertig mit Bauen. Wie haben wir die denn eingestellt? Hier, Forscher. Jakob Clark. Ja, den stellen wir ein. Ne? Gut, nächste. Und auch nochmal. Zack. Tungfeng, jetzt haben wir drei Forscher. So. Jetzt müssen wir die wahrscheinlich irgendwie. Ne, ich mache erstmal zu. So, und dann gucke ich mal drei Forscher. Ein Leben auf einem Exo. Eine Probe, eine Analysen. Leben auf einem Exoplaneten finden. Gut, das können wir hier zumachen eigentlich. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Das geht wahrscheinlich nach einiger Zeit weg. So, dann wollen wir hier mal rein. Sternkarte. Einfach reinklicken. Okay. Keine Bedrohung erkannt. Was ist das hier? Planeten um und Ziel müsste es zunächst. Die kostet in Tutorials nicht mehr anzeigen. Okay. Auf manchen eine reiche Pflanzen- und Tierwelt. Aha, so kriege ich keine Forschungspunkte. Okay. So, ich möchte jetzt hier diesen Verlinkungskosten 20 Energie, Besetzungskosten, Fragezeichen, unbesetzter Sektor. Dann sagen wir mal verlinken. Oh. Neuer Einsatz, in dem du kannst du ein Team und den Link zu weiteren Sektoren freischalten. Okay, neues Team. Team A. Farbe hellblau. Exo 1. Team erstellen. Yeah. 0 von 3. Was können wir hier machen? Team bearbeiten. Aha, hier können wir die Jungs reinpacken. Da brauchen wir drei, deswegen haben wir die eingestellt und zack. Hallo? Aha, die rotieren anscheinend dadurch. Ist egal. Brauche ich auch nicht sagen, okay, das ist schon erledigt. Und neues Team haben wir jetzt. Da brauchen wir nicht nochmal was machen. Und neuer Einsatz. Bearbeiten will ich das nicht.
Aha, jetzt habe ich da reingeklickt. Ich habe jetzt gleich mal wo. Und brauchen wir noch Erz und so, ne? Einsatz von Team EXO 1 starten. So, was passiert jetzt? Die sind jetzt unterwegs, oder was ist das hier? Beauftragt. So, dann gehe ich hier mal wieder raus. Leben auf einem Planeten finden. Ach, die latschen da jetzt hin. Guck mal, alle, ne, im Gleichschritt, Marsch und Sicherheitsschleuse. So. Die sind jetzt da schon im Einsatz. Schwupp, sind sie weg. So, wie komme ich da jetzt hin? Einsatz läuft, also müssen die irgendwann melden, Einsatz beendet und dann kriegst du Ergebnisse. Ne? Was haben wir hier? Forschung, da ist noch nichts. Gut, da müssen wir anscheinend jetzt warten, bis die soweit sind. Warten. Der haut nicht ab, der geht nicht raus. Oder? So. Gibt's hier was Neues? Ne. Auch nicht. Ah, hier. Ah. Da passiert jetzt was. Da läuft jetzt was gegen die Uhr. Oder gegen den Uhrzeigersinn, besser gesagt. Und der muss halt gleich was melden, ne? Wir haben was gefunden oder nicht. Hier spricht Clark. Das ist ja sehr schön. Ja, der hat ein psychische GP verloren. Oh. Ja, eine kleine Probe nehmen. Ja, hier wäre jetzt die Verbindung mit Twitch. Die Zuschauer sollen entscheiden, aber dann nehmen wir erstmal das Gras. Ah, das möchte ich in die Hoje geschnallt. Der hat Erfahrungspunkte erhalten. Ja,
Ja. Gut. Einsatz beendet, kehrt zurück. Und der hat Stufe 1, keine Ahnung, was das heißt. Was haben wir hier denn noch? Probe, der hat die Probe. Dann machen wir mal auf Weiter. Analysebank für Proben bauen. Die haben wir noch nicht gemacht. Wir haben nur den Probenbehälter, aber noch keine Analysebank. Sind wir da richtig? Nee, ich glaube, wir müssen hier raufklicken, ne? Da, Analysebank für Proben. Ich hoffe ja, das passt gerade noch. So, sehr schön. Habe ich ja groß genug, großzügig genug gebaut. So, jetzt, was machen die jetzt? Packen die die da automatisch rein oder? Ne, die haben die jetzt im Probenbehälter getan und da ist ja aber irgendwas, da passiert was. Ja, tacke, 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 tacke. Aufs Keyboard und da ist eine Probe drin, würde ich mal sagen. Die wird analysiert und dann müsste hier eigentlich der Haken kommen. Und dann kriegen wir 30.000 Revats. Ja, eine ganz neue Währung. 30.000 Revats. So. 39 sogar. Saldo. Komitee, Patente, Gehälter, Forscher. Bla bla bla. Weiter. Heiliger Strohsack. Einfach nur wow. Trotzdem müssen wir gehen, sonst wird das Komitee, ja, habe ich schon erwähnt, dass wir Patente. So, dann wollen wir mal wieder auf Pause gehen. Ein zweites Team zusammenstellen. Aber ich habe hier keinen Forscher drin, ne? Forscher können Patente und du willst. Okay. Da muss ich da wohl erstmal gucken. Nicht zugeordnet, okay. Dann wollen wir mal sehen. Das will ich auch nicht. Ich will. Hier war das Gator, ne? Da war das neues Team. Da müssen wir erstmal Rekrutierung machen, neue Rekrutierungskampagne. Wir können im Moment noch nichts anderes machen, wir können nur Forscher einstellen. Drei Forscher. Gehen wir mal auf 6.000. Gehen wir mal auf und hauen hier auch noch mal einen drauf. Dann können wir die Dauer vielleicht wieder reduzieren. Oh, 6 ist doch gut. Kampagne starten. So, das heißt, wir haben jetzt eine Kampagne und dann neues Team erstellen oder einen davon erstmal zuweisen. Ich stelle 4 ein und habe dann einen über, den ich hier zuweisen kann zum Forschen, hoffe ich. Ne? So, was ist mit dem hier? Plaudert, ach so. Jakob Clark, der plaudert da einfach so. Nö, dann lass ich plaudern.
So, ich habe auf Pause hier, also das geht dann nicht, dann geht die Kampagne nicht weiter. Ja, hat die Analyse nötig. Was ist das? Der geht einfach da hinten durch, na gut. Was willst du hier? Weiß er selber nicht. Fünf Theorien aufstellen. Also wird das, geht es jetzt darum, die Basis rentabel zu machen. Aber ich sag mal, dass ich leider ein bisschen länger gemacht habe, als ich wollte. Das liegt aber an meiner Dummheit, weil ich diesen Mistautomaten hier irgendwo übersehen habe und gesucht habe, wie bekloppt. Aber jetzt haben wir ihn ja gefunden gehabt und nun haben wir schon die erste Welt erkundet. Ich sag mal, die Prinzipien, die wir hier haben, sind klar. Da kann noch ein bisschen dran gefeilt werden, dass wir hier eine Mauer und eine Tür einbauen und nicht so ein dickes Ding hier, wie wir hatten. Aber es ist noch im Early Access und noch nicht 1.0 Version. Ne? So, ich sag mal, das soll reichen für alle, die einen ersten Blick werfen wollten auf das Spiel. Und ich sage danke fürs Zuschauen. Freue mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist. Und freue mich natürlich auch über ein Gefällt mir und noch mehr über ein Abo. Selbstverständlich. Ne? Abo, Abo, Abo. Wir sehen uns im nächsten Video. Und bis dahin wünsche ich wie immer viel Spaß beim selber Spielen. Ich sage Tschüss.